So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Battlefield 1. Heute online mit ein paar Leuten, die wir natürlich kennen. Und zwar haben wir einmal den Enderman, der uns schon die ganze Zeit nervt, irgendwie mit Spielen. Ja, nee. Ja, du nervst nicht. Und wir haben noch einmal den Rolli dabei, der uns das schöne Intro gemacht hat. Danke nochmal dafür. Wir sind hier in einer Operation. Operation ist erstmal, dass ich das spiele. Ein bisschen taktischer, wie wurde mir gesagt. Wir hatten große Probleme hier nachzujoinen. Und... Oh fuck. Ich bin gestorben. Ich muss mir eine Waffe holen. Also Operation, ich habe leider das Intro jetzt vergessen aufzunehmen, weil es ein anderes Intro war, als was ich eigentlich wollte. Oder was ich dachte. Wir werden mal kurz noch die Waffe kurz wechseln, weil ich gerne die haben möchte und nicht die. Es sind alle irgendwie von uns gerade tot, habe ich das Gefühl. Nee. Nein. Er kommt von draußen rein, okay. Er kommt von draußen rein. Rollari, hallo. Enderman! Dankeschön. Oh, der hat mich gedrückt. Der hat mir sein 89er Gewehr gedrückt. Ich bin tot. So. Für Best das Mörsergranate. Russische Vaterland. Oh, damit. Man muss wirklich sagen, ich finde es richtig geil, wenn man so taktisch spielen muss. Auch wenn ich nie der Taktiker bin, aber trotzdem finde ich das geil. Och, ernsthaft, was ist denn das bitte? Börser. Ja, ja, aber du triffst mich ja direkt ins Gesicht. So. Kurze Erklärung für mich. 110 Leute müssen wir noch killen, oder was? Ja. Ja, dann wird gewonnen. Feuer. Achso, und dann geht's in die nächste Abteilung oder was so in. Ja. Ah. Nee, die haben dann weitere Angriffe. Dann können wir entweder pushen oder sie müssen zurück. Wie früher auch. Das ist nee, wir sind die Verteidiger, wir können nicht zurück. Oh fuck! Ich habe zwei getroffen, aber der andere kommt hinterher. Alter, vorrücken. Der Hack. Ich weiß einfach nicht, wie man Granaten wirft. Das ist richtig scheiße. Okay, I understand. Wie gesagt, das erstmal, dass ich Operationen mache, das wird jetzt sehr, sehr spannend. Ah, hier unten Tasten belegen. Mit allen Chatten? Nein, das will ich nicht. Mensch, ich treffe den, aber ich kill den nicht. Wo bist du? Ach, du bist da. T-Gasmaske. M komplett. Alles klar, Rolli. Vorrücken. Ah, mit G. So. In der kleinen Mauer, aber der ist, glaube ich, auch schon tot. Oh, warum ist der zugemauert? Ist das schlimm, wenn wir jetzt Einsatzziele verlieren? Ja. Okay. Ich habe ganz vergessen, dass die Scharfschützen im Team Frauen sind. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Oh, wo habe ich mich gerade verletzt? Alles klar, von wo? Von ja! Von wo snipt denn der? Was ist denn das für einer? Das kann man noch nie mal erkennen, weil er so versteckt ist.
Und noch niemand sagen, wo das ist. Bam! Oh ja, von wo kommen die denn jetzt? So macht der Mörser Spaß. Ja, haben. Kann man da den Feuermodus ändern? Nö. Ich wüsste noch nicht mal, wie man das macht. Jo, warum pre... Achso, ja, weil ja ganz kleine Flammen sind. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Ich hab einen Kill. Enderman, irgendwo da hinten war noch einer, der hat mich gesnackt. Von hinten schießt einer. Ja, von wo hinten? Alles klar, von wo? Ach so. Der wurde gleichzeitig mitgetötet, okay. Also man merkt schon, wir sind die Besten. Ja, versteht, sieht man natürlich richtig gut. Auch wenn man allein mal, tun wir mal kurz Zap drückt. Das ist sehr interessant, dass ich fast so viele Tode habe wie Rolli. Enderman rechts hinten, deiner auch noch. Also hätte man gesagt, dass es im Haus ist, wäre ich glaube ich jetzt noch am Leben. Ja, Rolli hat mich richtig verwirrt. Hinten rechts. Alles da, nach hinten rechts geguckt, dann kommen sie aus der Tür raus. Ja, da waren eben auch noch welche. Alles da, da war einer, direkt vor mir. Alles klar, alles klar, alles klar. What the fuck, what the fuck? Ich muss weg, ich muss weg. Oh, what? Jawohl. Easy win. Alles klar. Die Narren können ihre Niederlage nicht akzeptieren. Sie sind wilde Bestien ohne Verstand. Deshalb werden sie ein letztes Mal angreifen. Und dann werden sie sterben. Oh, die haben ein Territorium erobert. Boah, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. So läuft das, ist das geil. Jetzt geht er schon wieder los! Oh Gott. Oh je. Einfach versuchen, die Leute zu messen. Das geht am besten. Diese Scheiße. Boah. Bei den Szenen kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ich find's geil, wie im Hintergrund wieder diese scheiß Musik kommt. So, Rolli, ich bin hinter dir. Ich weiß zwar gerade noch nicht, was ich tun soll, aber... Ah, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir irgendwo. Im Haus. Wenn du noch lebst. Ja, der müsste tot sein. So. Das ist natürlich immer wieder scheiße, dass im Hintergrund noch von Dings läuft. Dass ich in den Flammen spawn, was ist denn das für ein Kack? Hat einen guten Spot. Alles klar, alles sicher. Hier geht's richtig ab. Kack, ich muss glaube ich mal da Rolli mit. Jo! Wieder belebt mich mitten in den Flammen, richtig nice. Rolli, wo bist du? Ich habe Angst alleine. Da hinten bist du. Alles mal da. Vorrücken hier. Oh, da kommt einer mit dem scheiß Flammenwerfer. Das ist in der Mitte, da wo ich ungefähr war. WTF.
Ja, diesmal spawn ich nicht den Flammen. Das ist Dankeschön. Hier ist der Flammenwerfer unterwegs. Ui, Mann. Schön in der Gruppe sein, das ist gut so. Auf Enderman hinterher. Geh, komm, ich will meine scheiß Gasmaske, dankeschön. Alles klar, das Haus war komplett dichte. Und was habe ich hoffentlich was mitgenommen? Ist wichtig. Oh, Enderman ist jetzt schon unter Beschuss. Gar nicht gut. Einfach ganz Magazin in die Luft schießen. Ja! Habe ich noch eben mitgekriegt. So muss das sein. Nehmen wir es etwas. Rolli anscheinend dauerhaft tot, irgendwie wie es aussieht. Ja, ich habe mir eine neue Waffe geholt. Achso. Oh, hinter der Wand, hinter der Wand, hinter der Wand. Oh, the fucking. Oh, durch die Gasgranate. Ich bin mitten in den Gas reingelaufen. Ah, scheiße. Jo. Alles klar. Alles sicher. Tut er mich wiederbeleben mitten im Gas. Ich stehe auf, setze meine Gasmaske auf, explodiere erstmal. Wer ist denn hier von euch jetzt unter Beschuss? Jo, Enderman, lauf mitten ins Beschuss rein. Genau so sieht das aus. Oh, scheiße. Die war nicht weit genug. Fuck. Gut runtergeschossen. Kann ich nie machen. Oh, ich habe eine Panzerbüchse habe ich dabei. Vielleicht nicht das Beste jetzt, aber macht bestimmt jetzt auch Spaß mit der Panzerbüchse zu schießen. Ich finde das so krass, wenn so die Leute hier verbrennen. Das Schreien. Ja, hast du es auch gehört? Ja. Weil ja, ich bin war über dir. Bin im Haus drin. Ja, da kommen mir irgendwie so richtig fast so die Gänsehaut, das ist schon krass. Wie jetzt einfach mal ein Haus hier sein soll, yo. Überhaupt nicht groß. Mm-mm. Und da und hier das Haus. Granate, Granate. Ah! Modell 10A Jäger. Hörst der mit du seiner. Ach, die Schrotze. Hörst du nur. Da auch nur Schrotze. Ich glaube, ich gehe mal kurz als Versorger rein. Ich versuch's mal mit Versorger. Vielleicht bin ich so besser. Da habe ich etwas die Louis Gun. Ja, so läuft das auch mit der Louis Gun. So muss es sein.
Ach ja, die gute alte Brandgranate. Ah, wechseln, wechseln, komm. Die Lewis Gun finde ich gerade richtig geil. Warum schieße ich jetzt erst mit der? Fuck, ich werde angeschossen. Die Position ist nicht mal sicher. Fuck, wo gehe ich denn hier rein? Hier ist gar nichts. Nein! Aber ich habe immer die KD schon mal ein bisschen erhöhen können. Ja, 1:12. So, meine erhöhe ich auch gerade extrem. Durch die Lewis Gun. Gib's mir Deckung. Was soll die Deckung geben? Mist. Links, auf der linken Seite sind welche. Fuck. Ich bin aber die ganze Zeit... Ja, ich bin die ganze Zeit links. Wo bist du denn hier? Nee, das ist Enderman. Ich bin fast im gleichen Ort jetzt gespawnt wie du vorher. Ja, ich trete mal bei dir. What? Alles klar. Sehr schlau, wenn 50 Leute auf einem Platz sind. Oh, da mit seiner scheiß Intro. 11:14. Ich hole gut auf. So, Rolli wieder beitreten. Ach, scheiße, du bist unter Beschuss. In der Bleiblos stehen. Jo, versperrt mir hier den Weg, damit ich nicht ran kann zum Schießen. Concentration, Menzi. Das brauche ich nicht, ich brauche Heilung. Kannst du einen Mörser einsetzen? Boah, von wo schießt denn der? Ich tue alle gut. Oh, scheiße. Ich habe alle gut gehittet, aber keinen getötet. War schon gut mit der Waffe hier. Macht echt Spaß mit der. Frag mich, warum ich jetzt wirklich erst jetzt mit der Lewis Gun schieße. Also was seid ihr denn eigentlich unterwegs? Ich Sturm. Also im Moment. Ich versorge. Versuch's jetzt mal ein bisschen mit was Schnellerem. Nein, Enderman! Ja! Ich habe zwei getötet mit einer Granate. Wir verlieren Einsatzziel Bertha.
Oh ja, da stehen auf immer drei Stück hinten. Die ganze Zeit dort hinten welche gekillt mit der Granate und jetzt auf immer wieder alles voll gewesen. Ja, ich wollte gerade zu euch kommen. Verteidigt Alpha an die Beta. Nein, wir dürfen nicht verlieren. Ich weiß, bin ja schon dabei, Mensch. Beitreten, komm, jetzt mit einer Granate reinschießen. Ist mir jetzt alles scheißegal da drüben. Ja, wir erobern B wieder. Oh, fuck. Ja. Die mussten erkennen, dass sich Macht durch Einschüchterung niemals durchsetzt. Bald werden alle Männer und Frauen Russlands uns wieder treu ergeben sein. Dieser Sieg wird in aller Welt bejubelt werden. Alter, krass. Hätte die Weiße Armee Zarizin gehalten und weiterhin die Wolga kontrolliert, hätte der Zugang zu Öl und Getreide ihre erschöpften Truppen mit Sicherheit gestärkt. Mit Benzin in den Tanks und Lebensmitteln in den Lagern wäre der anschließende Marsch nach Moskau vielleicht erfolgreich gewesen. Und das Freiwilligenheer hätte die sozialistische Revolution niedergeschlagen. Hätte die Rote Armee wiederum Zarizin verloren, wäre die Position des Kommissars Josef Stalin in den Reihen der Bolschewiken wohl längst nicht so stark gewesen. Und die Zukunft Russlands hätte vermutlich völlig anders ausgesehen. Ah, bei sowas kriege ich immer Gänsehaut. Das ist schon krass. Aber Leute, ich will mal sagen, ich weiß nicht, wie lange die Runde jetzt war. Es war eine XXL-Folge, aber ich finde sowas richtig, richtig sexy. Deswegen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen, wenn ich den Daumen unten. Freut euch auf viel, viel mehr von dem. Und dann bis zum nächsten Mal zur nächsten Operation oder Eroberung. Wir werden es noch sehen. Ciao, ciao. Sagt euer Man of the World. Euer Enderman, ciao, ciao. Enderman und Rolli. Ich weiß jetzt nicht, wer Hallo gesagt hat und wer Ciao oder weiß ich nicht was. Dankeschön. Vergesst ein Abo nicht. Ciao, ciao.